Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Es ist Arena-Zeit. Wir müssen dorthin. Komm, mal gucken, wie es so wird. Wir sind jetzt bei Empire World Monolithens. Ja, es wird wahrscheinlich nicht mehr so fest schwer sein. Aber mal gucken, wie das so ist und ja, ob wir Erfolg haben. Wenn wir keinen Erfolg haben, ja, machen wir den nächsten Bit. Nein, wir tun natürlich nochmals ein bisschen uns verstärken. Dann machen wir es nochmal. Genau. Jo, wir müssen die Kampagne dann auch noch fertig machen, aber ja, das mache ich dann, wenn ich mal Zeit habe und ja, vielleicht in einem Livestream und nicht im Let's Play natürlich. Bringt ja auch nicht so viel, wenn wir dann sowieso bald einen anderen Charakter wählen, oder? Falconier oder Warlock. Genau. Sieht cool aus hier. Rote Zelte, okay, das ist nicht richtig dunkelrot. Nice. Gut, mal durchlaufen, die Gegner müssen wir ja nicht töten. Oh, wir können sehr lange, wir können sehr lange so rennen. Ja, es sind ein bisschen viele Gegner hier da. Die machen sonst immer Scheiße. Weg damit. Ich glaube, wir müssen nach oben hier. Ah, nein, nicht hier. Später nach oben wahrscheinlich. Ich freue mich so auf die Arena. Wir haben sie, glaube ich, einmal angefangen, aber das war die unendliche Arena und haben es dann relativ... Ja, also wo wir einfach gemerkt haben, ja, was mit ganz und schwer, haben es dann aufgehört. Aber wann das war und wie das war, so, weiß ich nicht mehr so. Könnte so, ja, noch, ja, Oktober noch gewesen sein wahrscheinlich oder so. Auf jeden Fall war es wahrscheinlich auch wegen den Crash damals nicht so lange möglich. So, das ist die Arena. Oh, sieht geil aus. Schön. Ja, und die anderen Dungeons müssen wir noch machen. Ich hoffe einfach, dass wir ein bisschen leichter jetzt mal da das Legendary herstellen machen können. Und dann hat das Item dann dicht umcraften. Finde ich nicht so gut. Also hier haben wir die Puppen. Da unten ist auch noch ein Eingang. Hm, wie kommt man dorthin? Jetzt überall Puppen. Können wir mal kurz ein bisschen DPS schauen? Okay. 5000, 6000. 9200, 10.000 war auch, glaube ich, drin. Du hast es aber schnell hintereinander und das haben viele andere Skills ja nicht. Das ist schon okay. Hier wahrscheinlich irgendwo. Um. Jo, also wie, wo geht's denn hier raus? Aus der Arena? Ja, okay, wir sind da oben gespawnt, aber hier unten geht's wieder raus. Also wir stellen das einfach jetzt ein. So. Gut. Das ist die Endless Arena. Und wo ist denn die Arena der Helden? Stay safe. Ich dachte, es sind zwei Arenen. Das ist wahrscheinlich eine Arena und die Helden kommen dann irgendwie zwischendurch. Ich sehe sonst nicht, wo ich irgendwie mit den Helden menge. Gesprungen. Stay safe. Ja, also holen wir einen Schlüssel. Gut, die Schlüssel sind hier. Da ist zum Beispiel einer. Wenn ich da rechts klicke, genau, wo komme ich denn hin? Ja, das weiß ich, aber. Begrenzt und endlos. Okay, es ist einfach drinnen. Aber ist begrenzt das, was wir suchen, oder ist endlos das, was wir suchen? Das ist jetzt die Frage. Aha, es gibt mehrere Ringe. Und das ist die endlos. Ah ja, genau. Okay, wir müssen hier einfach T1 bis T4 machen. So, cool.
So, mal schauen, wie stark die sind. Wo sie liegen. Scheinbar noch nicht so stark. Wieder von dieser Begrüßung. Spucke. Kriechende Spucke. Ei. Wo ist er? 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 Mr. Siege Golem. Ist das einfach nur so ein Effekt? Ich sehe nichts. Da ist er ja. Mann, oh, immer so weiter, Reichweite. So, 5 Wellen abgeschossen. Oh, Kiste. Ja, wow, geil. Kiste brauchen wir auch nicht. Fortfahren mit dem Bus. Ja, easy. Okay, T1 ist natürlich so für Anfänge, Echos und so. Auch früher sogar. Für so ein Löli. Ja, Siege Golems waren mal stark, waren ein bisschen Gegner, die man nicht machen wollte, und jetzt kann man sie gut machen und deshalb habe ich Spaß dran. Man muss sie nur ein bisschen nerven, diese Heinis, die vom Entwickler viel zu stark gemacht werden. Ja, liebe Entwickler, ja, nervt doch ein bisschen eure Gegner. Und sind sie unbeliebt. Sehr gut. Okay, da droppt aber nicht gerade Gutes. Götzen. Exaltete Gegner. Ob Gegnerschaden geht stark nach oben. Ja, Götzen brauche ich jetzt nicht direkt. Ich mache es schon stärker. Aber wie viel halten wir das halt aus? Das ist noch die Frage. T1 sowieso. Machen wir da lieber auf Modifikatoren, dass es noch ein bisschen spannender ist. Und ja, müssen wir uns nicht zurückhalten. Ja, danke, ne? Irgendwas. Einzelne Gegner noch abzuhalten und so. Sehr schön. Da sieht man, wie stark die Exalted Gegner sind. Ja, gut. Also ich habe im letzten Part so ein bisschen nachgedacht, ja, mit Minions rumzulaufen ist jetzt nicht immer so toll, weil die schnell sterben. Und wollte eigentlich diesen Lawinenbeet jetzt nicht weitermachen, aber ich versuche es einfach mal, sobald da die ich habe ja so, ich kann es ja wieder beschwören, weil ich ja keine Form habe. Jo. Einfach sobald die halt im Mittel sterben, einfach nicht mehr beschwören. Den Schaden, ja, das Lawinen machen. Ich weiß aber nicht, wie defensiv er sein wird noch. Könnte da ein bisschen zu wenig defensiv irgendwann mal werden, wenn die Minions auch nicht mehr eingefroren werden oder so. Aber jo, es ist einfach ein Bild, den muss man halt kennenlernen. Er ist nicht irgendwie in aller Munde. Und ja, sobald ich eigentlich recht gut mit dem Falconier oder so bin, Warlock, kann ich ja mal schauen, ob es ein Bild gibt, wo man wirklich weit kommen kann mit denen. So, Götzen jetzt. Diese. Oh, Fixe brauche ich nicht. Ich brauche B-Fixe. Das jetzt momentan ist es natürlich noch nicht. Das kommt noch.
nämlich schon geschafft, ja, jetzt immer so viele Modifikatoren einzubauen. Würde den Gegner auch wieder ein bisschen zu schwer machen oder so, aber sie sind gar nicht so stark, wie sie aussehen. Ja. So schwer. Das heißt also, wir müssen viele Wellen machen, oder? Ich stand ja zuerst irgendwas mit 11 Wellen oder so. Oder einfach nur 100 Levels. So, sammle deine Beute und zieh weiter. 25 Wellen. Ja, und wo sind die Kisten? Das sind keine Kisten diesmal. Ja, irgendwie so ein bisschen anzeigen wäre nicht schlecht. Ah, da ist eine Kiste. Einfach unten drunter. Gut, also. Wir fahren fort. Also es ist jetzt eine Belohnung gewesen, ein paar von diesen Affixen. Okay, Affixsplitter. Wow. Ja, ja, sie sagen immer wieder, jo, die Arena sei nichts wert und so. Ist klar. Es macht doch Spaß, auch noch so Bugs zu hören. Es macht doch Spaß, mal etwas anderes auch noch zu probieren. Muss ja nicht immer direkt sein, oh, langweilig oder so. Sondern, ja, anschauen und dann weiter. Und nicht mehr machen, wenn es langweilig ist. So, 30 Wellen. Das geht schnell. So, da haben wir Zeit für Verwandlung. Das würde ich gerne nehmen für diesen Bild. Wir haben einen roten Arena-Schlüssel. Also das rechts, das ist ja heftigst. Glyphendes Chaos. Ja, ich habe ja viele. Also ich würde jetzt nicht direkt das wählen. Einfach nochmal einen Arena-Schlüssel, damit wir T2 machen können. Ist wahrscheinlich besser. Oh, eine kleine Arena. Ist jetzt hier der Boss wahrscheinlich? Wir sind in der ersten Stufe 20. Kommt mir ein bisschen komisch vor, wenn jetzt der Boss kommen würde. Da stand ja irgendwas mit 12. 11. Oh, schöne Attacke, so Blitzchen. Ganz viele Blitzchen. Wann kommt dieser Gegner vor? Nur in der Arena? In der Kampagne nicht. Oder töte ich ihn immer zu sehr schnell? Die rote Klinge, oh. Macht die Blut? Guten Tag, ah. So ein Döli da. So ein ja, eigentlich ist ein Rogue oder ein Blade Dance, okay. Ich sage eine Assassine. Easy. Aber die sind ja nackt. 8, ja. Manchmal dann. Das ist einfach ein Rogue. Oh, Penumbra. Den kenne ich irgendwie gar nicht so. Oder war er einfach früher mit einem anderen Skin? Ja, Wolf glaube ich eigentlich nicht. Ja, okay, dann nehme ich mit. Sehr schön, also. Zurückkehren, jetzt ist T2. Ich habe aber kein Ding bekommen. Oder habe ich ihn nicht mitgenommen, den Schlüssel? Okay. War ein bisschen blöde. Der Schatten durchdringen mit Schattendolche. Chance bei Treffen mit tödliches Trugbeet Schattendolche zu rufen. Tödliches Trugbeet, was ist das?
Falcon's Kill. Das ist eine der Attacken vom Blade Dancer. Ist cool, aber ich weiß nicht, ob ich den verwenden kann mit den einen. Es ist Nahkampf, nein, es ist aber Schatten. Vielleicht schon. Und sonst eben hätte ich das Amulett eigentlich ansehen sollen. Vielleicht was, den Schlüssel ansehen sollen. Aber ja, es war wahrscheinlich ein normaler Arena-Schlüssel. Und wir farmen einfach nochmals. So, 15 Minuten, das würde wahrscheinlich noch gehen, wenn wir jetzt noch T2 machen. Level 70. Es wird wahrscheinlich tödlich sein, aber wir machen es easy. Ja, und es gibt auch eine gute Arena. Weil hier Brückenkampf ein bisschen ja, besser für uns ist. Da unten irgendwo. Oh, Kriecher. Diese Kriecher. Wie schwer ist es nicht? Aber ja. Die Arena-Bosse sehen, die sind sehr gut inszeniert. Ein cooles Case. Die Leben eigentlich noch gehabt, die. Ja, mal schauen. Ich denke, es sind immer nur die Charakterklassen. Also es sind einfach Gegner, die unsere Charakterklassen verwenden. Also nicht jetzt so spezielle Gegner wie ja, ein Drache oder so. Es sind einfach andere Spieler als NPCs. Oh, Bienen! Wir haben wieder Bienen gefunden. Also in den nächsten Tagen schaue ich mich noch mal nach einem guten Beet um. Und, ja, dass wir noch einen eigentlich ein bisschen machen können. Wo halt auch ein bisschen weiterkommt. Man muss Ranken eigentlich nur gut platzieren, dann ist er auch stark, aber ich habe so das Gefühl, ich werde dann halt einfach zu viel Schaden bekommen, weil das Key so langsam ist, den man hier ständig ansetzen muss. Ja. Er wird schon noch weiterkommen, natürlich, das ist kein Problem. Haben die anderen zwei ja eigentlich auch geschafft. Wie viel Corruption haben wir schon geschafft? Oh. Ja, jetzt nicht so mega viel, aber. Hat einfach zeitlich doch relativ gut, weil wenn man halt wenig Zeit investiert, kommt auch nicht so weit. Aber die Zeit muss man erstmal herholen und die schaffe ich einfach. Also wenn es jetzt wirklich gut wird, Last Epoch, dann werde ich wahrscheinlich sehr viel spielen, Last Epoch. Aber ich bin halt auch noch ein Rollenspiel, ich bin auch noch einer der Minecraft-Spieler, zeitintensiv ist, Sachen zum Bauen. Kommt ja kaum vorwärts, wenn man wenig spielt. Ich weiß nicht, wie ich das managen soll, also das Spiel hat auch ein bisschen mehr entscheiden als ich. Weil ich mache es ja gerne. So, Affix Split Exalted Gegenstände. Immer Exalted Gegenstände nehmen. Das macht nichts, diese 30%. Billig bei mir, eine Akatana. Tja. Ziemlich gut, also den Anfang. Zuerst mal so eins haben, dann ein besseres bekommen. So, und das auch nutzen natürlich. Das bringt es ja nicht. Was ich gerne Lust habe, ist wirklich so ein Bild, wo man richtig toll ein bisschen zugucken, also so, ja, nicht zugucken, aber so einfach ein interessanter Bild mit schönen Skis oder so. Keine Ahnung, was ich nehmen soll. Also ja, Lawine ist schön. Ich glaube, ich bleibe so ein bisschen auf einem Lawinenbeet dann hängen.
weiß noch, am Anfang fand ich Arenen ein bisschen langweilig. Aber mittlerweile, da der Gegner auch immer schön zu uns kommen, ist es einfach so, so ein bisschen meditativ, interessant. Das ist natürlich der Anspruch gegen Null, weil die Gegner noch nicht stark sind. Aber was kann man machen, oder? Das ist einfach eine riesen Klippe, oder? Wo man dann einfach macht, weil man, jo, denke ich, jetzt könnte man das mal machen. Sonst ist man ja eigentlich nur auf Monolithen fokussiert. Und dann ist man zu stark für die Kampagne abzuschließen und so. Ist man halt auch zu stark für die Arena, aber jo, dafür können wir einfach noch einige Zeit dann auch wieder gleich starke Gegner haben in diesen verschiedenen Sachen wie Arena oder Dungeon. Ich bin leider wieder auf diese Zone gegangen, die immer übertrieben viel Schaden macht, aber jo, halt nicht gerade so gut vermeidbar ist. Oder also man läuft und dann sieht man, oh, das geht an und dann kommt man gar nicht mehr so gut zurück. Ja. Exaltete Schmuckstücke. Mir wird das nicht ein bisschen zu schwer. Ich möchte lieber Götzen haben. Ich brauche nicht so viele exaltete Gegenstände. Ich brauche gute exaltete Gegenstände. Das hat immer so ein bisschen doof, wenn einfach ganz viele schlechte Truppen, aber nicht gute. Und sie auch nichts. Dann lieber fokussiert immer auf exaltete Gegenstände farmen gehen. Und nicht in Arenen oder so auswählen. Lieber bei den Götzen. Ich was da. Bam. Immer schön bam. Doch ziemlich gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass es viel schwieriger ist. Und, oh, kommen sie schon. Und du, Sirene, ja? Eine Chance. Wird die Arena wieder ein bisschen umgestellt oder verbessert oder so? Ein Design, also das werden sie wahrscheinlich nicht so schnell sagen. Das passiert dann wahrscheinlich wieder fast plötzlich. Aber ich denke vom Schwierigkeitsgrad wenigstens, oder so werden sie es ein bisschen umstellen. Ein bisschen verstärken. Erschweren, genau. Die Ringe, die immer teilweise gut sind, aber nicht komplett. So, Arena. Wow, 180 für einen einzigartigen Gegenstand. Ja, okay, da die einzigartigen Arena-Gegenstände. Klar. Also eben, Arena-Schlüssel heißen nicht die guten Silbernen, das heißen einfach die normalen. Soll ich es mal riskieren? Ich glaube, ich riskiere es einfach mal. So. Okay, aber auch nicht so viel Schaden, oder? Ja. Gut, also wir machen Schaden noch. Nicht, dass wir dann so viele HP haben, auch beim Boss. Jetzt können wir sie bei diesem noch riskieren. Aber ja, irgendwie dann jetzt mal wirklich sehr schwer werden. Wenn wir so viele Modifikator drauf haben. Die Gegner. Nicht zu viel, sonst sei das selbst oder wenigstens der.
36, also bald kommt der Boss, denke ich mal. Also 42 oder 45 oder 50. Okay, beim Gegner muss man ein bisschen besser aufpassen. Noch ein. Was Schaden macht, weg damit. Dann machen sie keinen Schaden. Oh, Fion, das Arsenal. Oh, ein Sentinel, hä? What? Das ist ein Paladin. Ja. Diesen Schaden macht er. Das ist ein Forge Guard jetzt. Was ist das alles, oder was? Das denke ich mal, ein Forge Guard, ja. Okay. Oh, ein nice Spiel. Das ist der eine, wie heißt der? Den wir erst kürzlich mal benutzt haben. Oh, da macht Schaden. Ne, das ist eigentlich auch dieser Ding. Amboss. Skill. Ah, ich sehe es leider nicht so gut, wenn er in einen Skill einsetzt mit den zwei Seiten. Okay. Geschafft. Wir haben diese, ja, das sind die ich brauche. Gut, so ein Bewegungs- und stumpf. Pfoten. Naja. Das ist sehr gut. So. Jo, die ersten zwei Arenen sind gemacht, jetzt müssen wir aber uns noch verstärken. Gucken, dass wir das vielleicht mit einem anderen Bild da machen können. Und jo, diese zwei Sachen gefunden. Ich weiß nicht genau, welcher Bild das ist. Es könnte der eine Bild gewesen sein, da mit dem Blutorbs. Aber ich brauchte diese Schuhe schon mal. Es gibt sicher auch einen Werbären mit der Rampage auf Blitz. Vielleicht braucht er noch Schuhe. Aber ich bin nicht. Ich fühle mich nicht so wohl, Bewegungskills bei diesen Lecks und so zu gebrauchen. Ja. Die Area ist ja auch nicht so groß. Vielleicht brauche ich sie irgendwie auf etwas andere Art und Weise. Gut. Dann danke schön fürs Zusehen, ja. Und ja, im nächsten Part machen wir mal, ja, ich denke diese Soulfire-Bestien mal, T1 und T2, und dann gucken wir mal weiter. Tschüss zusammen.